Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Exclusive Reaction hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich vom lieben Akaya etwas geschickt bekommen. Ihr seht es gerade schon hier im Background. Allerdings steht da jetzt gerade Premiere in 6 Tagen, 13. Juni um 20 Uhr. Nicht wundern, das stimmt nicht so ganz hier, ne, mit den 97. Wir aktualisieren das mal ganz kurz. Besser. Genau, 100 Abonnenten. Durch mich 3 Stück. warum? Ja, nee. Einfach, ne? So, er hat mir gerade geschrieben. Kannst das auf AMV jederzeit projekten, wenn du Bock hast. Ist funny, dass ich das genau jetzt gerade mache. Ja, auf jeden Fall. Premiere in 6 Tagen, 13. Juni. Wir schauen einmal ganz kurz rauf. Ja, 13. Juni ist nächste Woche Donnerstag. Kein Plan, was an dem Tag ist. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Tage ungefähr. Leute, 6 Tage. Ja. Aber, meine lieben Freunde, aber. So, aber. ich würde diese Reaction ja nicht machen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 6-Tages-Video mache, wo ich 6 Tage lang irgendwelche Scheiße labere. Nein, stattdessen gehen wir jetzt schon in das AMV rein. Und zwar habe ich das nämlich geschickt bekommen in einer non-listed Version. In einer nicht gelisteten Version. Hoffe, man hat es einigermaßen verstanden. Naja. So. Wir holen uns hier ganz kurz die Facts. Mix und Masters von Wavy Baby. Und das AMV selbst. Also das Video ist vom Akaya selbst. Ja, Mann. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, ja, sehr spannend aus. Ich würde nur ganz gerne eine Sache vorher wissen. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, irgendwie Bedeutung, weil ich meine, es ist nicht das hier. Ich wollte jetzt definitiv keine Scheiße von der medizinischen Hochschule in Hannover wissen, weil ich glaube, ich meine nämlich, dass AMV für Anime Musikvideo steht. Kann das sein? Hier Wikipedia, Advanced Media. Ah ja, hier steht sogar Anime Musikvideo. Okay, alles klar. Gut. Okay, dann hatte ich da doch schon einigermaßen richtig gedacht. 2 Minuten 15. Das ganze Brettchen. Ein Aufruf, obwohl ich noch nicht reingeschaut habe. Keine Ahnung. Ja. Eigentlich habe ich geliked, aber das wird nicht angezeigt. Ich glaube, das ist von YouTube selbst so gemacht, dass das gelistete Sachen nicht mehr angezeigt werden, wenn es geliked wurde. Ist aber an sich auch egal. Wir gehen rein. Halt es nicht aus. Ich halte es auch nicht auf zu warten, bis ich endlich mal Play drücke. Deswegen tue ich es jetzt. Gib ihn. Halt es nicht aus, wenn unser Leben erlischt. Ich schreis einfach raus, hab so den Schmerz unterdrückt. Ich weiß ganz genau, dass du mich nie wieder willst. Ich brauch deinen Lauf, ich fühl mich so wie ein Kind. Halt es nicht aus, wenn unsere Liebe. Gucke ich gerade irgendeinen Kinofilm oder was das? Das Ding ist, man könnte das jetzt auch noch in 4K gucken, aber ich glaube, dann wird erstens das Video laggen und zweitens mein PC explodieren. Just saying. Aber
Ey, ganz ehrlich, Digga, was hast du da gemacht, Bruder? Sag mal. Was hast du da gezaubert? Sag mal bitte. Ey, ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie lange. Ich will es gar nicht wissen, ey. Ich will gar nicht wissen, wie lange er für dieses Video gebraucht hat. Ich will es gar nicht wissen. Oh ja, ich will es gar nicht. Ey, na, na, Bro. Na, na, Digga. Na, na, Digga, das ist crazy. Na. Ah, ah, Bro. Weiter. Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich. Ey, ganz kurz, zu dem, was ich jetzt sage. Ihr könnt mich danach hassen und was weiß ich nicht alles, ja? Aber ich habe, no joke, in meinem ganzen Leben noch nicht einen Anime geguckt. Es ist einfach null meine Welt. So. Ich habe früher, wo ich noch Fernsehen geguckt habe, was ich nicht mehr, was ich mittlerweile gar nicht mehr mache, weil ich hauptsächlich Amazon Prime, YouTube oder Netflix chill. Sachen wie SpongeBob oder Angelo oder Fünf Freunde oder was weiß ich nicht geguckt. Und irgendwann ging ich dann rüber zu den ganzen Ami-Serien. Supernatural, The Walking Dead. Habe ich früher noch geguckt, ich habe keine Ahnung. Und halt so Ami-Filme, ne? Kidsköpfe und sowas. Deadpool später dann, ne? So, und Anime war gar nicht so auf meinem, ja, auf meiner Linie so. Das war gar nicht so in dem Bereich mit drin irgendwie. Deswegen habe ich nie sowas geguckt. Klar, irgendwann vielleicht werde ich mal anfangen damit, aber ja, erstens muss ich die Zeit dafür haben, zweitens muss ich die Lust dazu haben, wenn ich bedenke, The Walking Dead habe ich angefangen, bin bei der Hälfte der 9. Staffel und habe einfach keinen Bock mehr weiter zu gucken. Also von da, wobei, warte mal, ist da, das möchte ich jetzt ganz kurz wissen. Das möchte ich jetzt ganz kurz wissen. Ja, google.de. Das möchte ich ganz kurz wissen. Cap. Ach, Digga, ich bin dumm, Digga. Captain. Future. Anime. Okay, nevermind. Gut, dann habe ich doch ein Anime geguckt. Bei Captain Future habe ich tatsächlich durchgesuchtet. Ja, das habe ich nämlich zusammen mit meinem Vater geguckt. War auch ganz lustig eigentlich. War aber auch irgendwie nach einer Zeit nicht mehr meins. Habe ich zwar hier komplett auf DVD, ich glaube sogar die komplette Serie. Wenn mich nicht alles. Also ich meine, die komplette Serie habe ich hier. Oder ich glaube, die ersten 3 Staffeln habe ich, glaube ich, hier. Aber so an sich andere Sachen, weiß ich nicht. Jujutsu Kaisen, Naruto. So und sowas, das war gar nicht meine Liga, Digga. Das war null, wie my type, so, ne? Von daher. War halt einfach null meine Welt. Aber darum geht's gar nicht. Es geht hier hauptsächlich um den Song von Akaya. Und nicht darüber, dass ich nie Animes geguckt habe. Ihr könnt mir gerne mal welche in die Kommentare schreiben, die ich mir mal angucken soll. Außer Assassin, irgendwas mit Classroom. Den braucht ihr mir nicht schreiben, den habe ich schon auf der Liste. Der steht schon bei Netflix in der Liste drin. Den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, weil der soll gut sein.
Warte mal, ist das nicht der... Ich werde das so dumm und dämlich falsch sagen, ne? Ist das Demon Slayer? Ich meine, das ist Demon Slayer, weil irgendwie kommt mir der Typ bekannt vor. Also der Charakter gerade, den man sieht. Irgendwoher kenne ich den. Ich glaube, ich habe mal einen Trailer von Demon Slayer gesehen und da kam der, glaube ich, drin vor. Aber ey, schlachtet mich nicht, okay? Ah, da war gerade auch das Profilbild. Profilbild sei schon. Das Thumbnail, was wir bei dem hatten, bei der Version hatten, die noch in der Premiere ist. Geiles Ding auch mit dem Video. Sehr geiles Ding. Ja. Ey, ganz ehrlich, bei ihm kann man schlecht meckern, Digga. Ganz ehrlich. Ich bin ehrlich, bei Akaya kannst du nicht sagen, was irgendwie in so eine Richtung geht, von wegen, ja, das und das ist Kacke, Digga. Junge, der Typ kann alles, hä? Wenn der will, der macht Schlager auf Deutschrap-Niveau. Nein, aber for real, Digga. Absolut geiles Ding. Sehr geile Nummer. Ja. Sehr geiler Song. Video dazu, krass. Ich glaube, ich würde mich niemals hinsetzen und so Anime-Musikvideo machen. Viel zu stressig, Bruder. Gar keinen Bock auf diesen Stress. Bin ich ehrlich, Alter. Kein Bock auf den Stress. Aber ja, jo. Wie gesagt, Mix und Master, Wavy Baby. Ja. Sehr geiles Mixing, sehr geiles Mastering. Und Akaya, Digga, da geht auch einfach Props raus für dieses Video, ne? Also das Video an sich war ja schon einfach geisteskrank, ne? Das muss man ja mal kurz dazu sagen. Ja, Mann. Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Da packe ich euch das Original rein. Also das, was ihr jetzt gerade hier wieder seht mit der Premiere. Das packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wobei, stimmt, das sage ich dann schon mal vorab. Es wird dann allerdings am Freitag keine Reaction auf den Song geben, da ich die ja jetzt so geschehen schon jetzt so gesehen schon aufgenommen habe. Ja. Müsst ihr euch eben nur den Song geben, anstatt meine beknackte Stimme in dem Video dazu noch. Also habt ihr immerhin was Gutes. Nein. Aber lasst lieber über. Fluch nochmal, Digga, mein Deutsch ist schlafen gegangen. Lasst Liebe da beim lieben Akaya. Und wer, I mean, wer weiß, maybe sieht man sich am 13. um 20 Uhr im Live-Chat. I don't know, wer weiß. Und ja. Ich würde sagen, wichtig und richtig. Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Macht euch noch ein schönes und entspanntes Wochenende. Kommt gut in den Freitagabend. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich küsse eure Herzen. Bis dann. Tschüssi.